kein Auto für die Rennstrecke. Bin wirklich richtig gespannt, wie hart ich die Bude rannehmen kann. Das ist Schweben, das ist ein bisschen Rolls-Royce-Charakter. Ey, die Audi-Fans werden dich zerreißen, wenn du jetzt hier eine 4 vergibst. Ich sag ja immer bei allem Respekt. So, liebe Freunde, wir haben hier tatsächlich die heilige Dreifaltigkeit der absoluten Chef-Luxus-Limousinen versammelt. Wir haben den Audi S8, hallo Hamid. Moin. Wir haben den BMW M67 Li und den S63 AMG. Das sind die dicken Dinger, die größte Motorisierung, die teuersten Ausstattungen. Der S ist natürlich eigentlich der Begründer dieser Klasse, ne? Und wir sprechen hier von über 1700 Pferdchen. Und ca. 600.000 Euro. Hier haben wir ein Stück Rolls-Royce drin. Hier haben wir einen Rolls-Royce-Motor, einen V12. Ja. Okay? Und hier haben wir alles drin. Hier haben wir Bentley, Porsche, hier haben wir alles drin. Das wird schwer für den Mercedes. Das wird echt schwer. Und mal gucken, ob die das drauf haben. Ich würde einfach mal sagen, wir gucken jetzt mal, ja. Wir testen aus, wer ist der absolute Chef unter den Chefsesseln. Sag mal, fährt dein Auto rauf und runter, wenn du ein- und aussteigst? Ja, klar. Komm, wir fahren los. Wir sind das Testteam. Matthias ist für Performance zuständig, hier die geilsten Runden zu drehen, das Auto an die Grenzen zu bringen. Und Hamid ist alles, was mit Thema Luxusdesign und so weiter zu tun hat. Mega-Battle der High-End-Luxusschlitten. In 7 Disziplinen treten die 3 deutschen Nobelhobel gegeneinander an. Welche Powerlimo sammelt die meisten Punkte? Das hier ist die absolute Cheflimousine. Statussymbol, 12 Zylinder, Turbo aufgeladen. Mit diesem Auto kann ich nichts, aber auch niemand erschüttern. Niemand wird dich nervös machen, niemand wird dich anblinken. Alle werden nur sagen, oh, das ist der V12. BMW M67 Li, die Langversion. Wir haben 585 PS, 250 Spitze. Mit dem M-Drivers Package läuft die Bude 305 km/h. Der BMW ist mit 175.800 Euro der teuerste in dem Trio. Wenn ich wechsle auf Sport, dann wird das Ganze lauter, direkter. Innerhalb der Spur kann ich so ein bisschen wedeln. Ist das gut. Uiuiui, ist das gut. Also das ist schon unfassbar. Vorher hast du eine Sänfte, du drückst auf Sport und dann kannst du diese Kurven hier so zackig durchfahren, wie das kein Passagier da hinten wollen würde. Das ist unglaublich. Ich fahre heute den Audi S8. Es ist die stärkste und luxuriöseste Limousine, die Audi aktuell auf dem Markt hat. Hat einen V8 Biturbo-Motor drin. Audi S8 mit sage und schreibe 571 PS, 250 km/h, abgeriegelt, leider nicht freischaltbar. Das Auto fängt an mit einem Basispreis von 140.000 Euro. Ich fahre jetzt hier im S-Modus und bin ganz easy unterwegs. Es macht irre Spaß und man kann das Auto tatsächlich, finde ich, auch normal als Alltagsauto benutzen. Es gibt ja andere Luxuslimousinen, da sieht es schon ein bisschen blöd aus, wenn du selber das Auto fährst. Dann ist es immer schöner, wenn du dann einsteigst und dein Chauffeur dich fährt. Und hier ist es so, dass du das Auto selber absolut fahren kannst. S-Klasse. Das ist schon Oberaffen-Titten-geil. Mercedes-Benz S63 AMG 4MATIC Plus. 612 PS mit AMG Drivers Package. Dann läuft das Auto nicht mehr 250, sondern 300 glatt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Diese S63 kostet in der Basisausstattung 164.000 Euro. Der S63 hat den 4-Liter V8 Biturbo verbaut. Also den Sound von außen, ne, den müssen wir uns einmal ganz kurz im Stand anhören. Da gibt es, glaube ich, einiges zu berichten. Das ist eine S-Klasse. Yes! Start
in die ersten beiden Challenges der Luxus Power Limos. Jetzt sind wir auf dem Lausitzring. Es geht um die schnellste Runde, Matthias. Ganz genau. Ich werde fahren. In das Rennen integrieren wir den 0 auf 100 Start, den Rennstart. Okay. Welches Auto ist das schnellste? Erstmal bei der Beschleunigung von 0 auf 100 und dann natürlich auf der schnellen Runde komplett um den Lausitzring drumherum. Fängst du an mit dem Mercedes? Ich fange an mit dem Mercedes. Es ist natürlich brutal hart für die Autos, über zwei Tonnen Schiffe über die Rennstrecke zu prügeln. Das ist nicht deren Revier. Aber wir wären nicht gehört, wenn wir es nicht trotzdem machen würden, ne? Ich weiß gar nicht, wer zuletzt mal gefragt hat, wie verhält sich so ein Auto auf der Rennstrecke. Aber jetzt testen wir das mal aus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ganz ehrlich, weil du natürlich über diese Rundenzeit erkennst, okay, welches Auto lässt sich am besten beherrschen, welches Auto hat den stärksten Motor, welches Auto geht am besten, welches Auto liegt am besten. Mhm. Und das ist auch ein Sicherheitsthema, weil wenn ein Auto schnell fährt, dann ist es auch auf der Landstraße und auf der Autobahn sicherer als das andere. Du sitzt da oben in der Kanzel, drückst auf die Ampel. Ich bestimme hier. Du bist der Renndirektor. Genau. Und dann werden wir 0 auf 100 wegfeuern und wer als erstes wieder hier ist, hat gewonnen. Prognose, Matthias, was denkst du? Weiß es nicht, ganz ehrlich, wie fand's aus? Das ist eine mega geile Prognose gewesen. Also gehst du völlig ahnungslos rein. Nein, ich glaube schon, dass der Mercedes ganz gut liegen wird. Weißt du was, ich lehne mich jetzt richtig weit aus dem Fenster. Der BMW wird's machen. Wir probieren es aus. Okay, komm. Was für ein schönes Bild das ist. Bist du bereit, Hamid? Wir können ja über Funk Kontakt halten. Ich muss mir erst mal meine Haare widerlegen. Das, was wir hier machen, ist zwar sehr grenzwertig. Es ist kein Sportwagen, es ist eine super Luxuslimousine. Auf der Rennstrecke hat so ein Auto definitiv nichts zu suchen. Okay, an die Startlinie. So, Matthias, bist du soweit? Qualmedy is ready to go. 3, 2, 1, 0. Also, das geht ordentlich vorwärts. 100 liegen dran nach 3,324 Sekunden. Hier kommt die erste Kurve. Ja. Also, ich bin ganz ehrlich, so richtig wollen tut das der Mercedes nicht. Ich habe das aber auch schon vermutet vorher. Ja, da bin ich ein bisschen zu schnell in die Kurve reingefahren. Bisschen untersteuern, aber jetzt geht's raus auf die Gegengerade. Er feuert komplett raus, schön nah an die Wand ran. Boah! Ja, das ist eine ganz harte Arbeit hier für die Bremse. Ganz harte Arbeit. Und komm, gib mir die Power. Also kraftmäßig drückt das Ding, das ist nicht mehr feierlich. Er liegt sehr, sehr gut. Du kannst das Auto sauber positionieren. Und für eine S-Klasse ist das verdammt schnell. Ich hätte niemals erwartet, dass man so schnell mit so einer Cheflimousine auf der Rennstrecke unterwegs sein kann. So, hier ist jetzt alles entscheidend, den Bremspunkt nicht zu verpassen. Ja, komm, das kriegen wir. Genau, Kraft wird nach hinten geleitet. Die geht voll, oder? Ja, die geht voll. Spät auf die Bremse. Also das ist krass hier, das sind sehr, sehr enge Kurven. Das Auto muss extrem hart arbeiten. Jawohl, drauf aufs Gas, gib mir die volle Power. Gib sie mir, Baby. So, jetzt kommt er da um die Ecke. Boom! Hamid, sag an die Rundenzeit. Oder sagst du sie mir erst, wenn ich unten bin? Erst, wenn du hier bist. Also gib Gas. So, Matthias. So, sag die Rundenzeit. 1 Minute 45. 1,45, 1,67. Genau. Nicht schlecht. Auto fühlt sich echt gut an, ne? Ja. Also ich bin sehr gespannt, was die beiden anderen jetzt machen. Ja. Aber die S-Klasse hätte ich niemals gedacht, dass du damit so reinhacken kannst. Okay, dann nimm den BMW jetzt. BMW? Jo. Los geht's. Dann gehen wir auf Sport. Plus. Wir machen das ESP komplett aus. DSC off, Sport Plus. Das ist meine Welt, Leute. Ich bin auf Sport Plus. Matthias, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. 3, 2, 1, 0. Alter,
3,84. Das ist exakt die Zeit, die BMW angibt. Wie der eben vorne so hochgegangen ist, das ist kein Auto für die Rennstrecke. Also Bremse sehr, sehr gut. Die Kurve hier mag er, glaube ich, gar nicht. Aber das macht nichts, da zwingen wir ihn rein. Und jetzt ist ganz wichtig, die Kurve perfekt zu treffen und früh ans Gas zu kommen, weil es ist eine Gegengerade. Und da kann man wichtige Sekunden wieder gut machen. So, komm, mein Schätzchen. Komm, Baby, komm. Ja. Wir wollen in die Kurve. Ich weiß, du willst das nicht wirklich, aber ich will das. Also das ist ja ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Der Mercedes war ein bisschen klarer, einfach. Aber der BMW macht das sehr, sehr gut. Ah, Gurt wird angezogen, das Auto merkt, der Matze, der hat richtig reingelatscht, die Bremse. Und drauf. Komm, Baby. Gib mir die volle Power. Los. Komm. 1,46,557. Matthias, das Auto tut mir richtig leid. Ja, wir auch. Wirklich. So, Hamid, und sag Bescheid. Also der Mercedes ist klar besser. Du bist ja 1,46,557 gefahren. Fast 1,5 Sekunden langsamer. Also 1,39 Sekunden ist er hier langsamer. Genau. Ganz ehrlich, ne? Das ist ein Luxus-Flaggschiff. Ja. Und das ist ein Luxus-Sportwagen. Das hier ist immer noch eine absolute Luxuslimousine mit einem 12-Zylinder-Motor. Ja. Ja, ein 12-Zylinder fährt eh nie auf der Rennstrecke. Aber der Allrad ist super. Okay. Lenkung ist auch gut. Also das hat Spaß gemacht. Klasse. Audi. Also der Mercedes hat keine Allradlenkung, der BMW hat auch Allradlenkung und der Audi hat die Allradlenkung, die am meisten an der Hinterachse ebenfalls mitlenkt. Das ist wirklich krass. Du lenkst hier ein und du hast sofort das Gefühl, dass das Auto, keine Ahnung, 3 Meter kürzer ist. Das geht sofort so ums Eck. Die Frage ist, ist das nur beim Einparken und so weiter und so fort von Hilfe und beim Kurvenfahren ganz normal auf der Landstraße oder bringt es auch einen Zeitgewinn? Genau das checken wir jetzt ab. Ich bin gespannt, bin wirklich richtig gespannt, wie hart ich die Bude rannehmen kann jetzt. So, Matthias, bist du soweit? Ich bin soweit. 3, 2, 1, 0. Los geht's. Boah, Alter, ist das krass. Da sind die 100. 3,9. Oh ja, das geht schnell. Alter, der Allrad ist wirklich heftig. Du gehst aufs Gas und er macht einfach möglichst so. Jetzt hat er es anders gemacht. Vorher war besser. Schatzi, die erste Kurve hast du besser genommen. Ah, da geht's rum. Da ist der Kurvenscheitelpunkt. Ich werde festgetackert in diesem Sitz wie nichts anderes. Das Auto gibt mir sehr, sehr viel Sicherheit in der Kurve. Ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass ich hier irgendwie in Gefahr bin oder dass das Auto nicht das macht, was ich will. Das ist brutal gut. Ganz im Ernst. Also das ist super gemacht. Das hier war ein bisschen zu viel untersteuern. Jetzt hat er wahrscheinlich auch die Vorderreifen mittlerweile ein bisschen überhitzt. Und jetzt geht's raus auf die Gerade, die eigentlich eine Kurve ist. Bin sehr gespannt, was jetzt am Ende für eine Zeit draufsteht. Come on, Baby. 571 Pferdchen. Und die Rundenzeit. Ich habe sie nicht gesehen. War zu schnell. So, Hamid, Ansage. Also, es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Okay. Das mal als allererstes. Okay. Die Allradlenkung von dem Audi ist brutal in den engen Kurven. Ne? Ja. Normales Auto fährt er so durch. Ja. Der Audi fährt da so durch, der dreht sich quasi um die Kurve drumherum. Das ist Wahnsinn. War wirklich ein großer Unterschied zu den beiden anderen. Das Auto ist 0,93 Sekunden schneller als der Mercedes. Alter Schwede, das ist krass. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich und krass. 2,32 Sekunden schneller als der
BMW. Krass, also, oder? Ich habe gedacht, dass er flott ist, aber dass er so viel schneller ist als der Mercedes, hätte ich niemals gedacht. Für die schnellste Runde bekommt der Audi 3 Punkte. Platz 2 und damit 2 Zähler gehen an den Mercedes. Der BMW war der langsamste und muss sich für Platz 3 mit einem Punkt begnügen. Performancemäßig muss man natürlich auch sagen, wir sind nicht nur die schnellste Runde gefahren, sondern wir sind auch 0 auf 100 gefahren. Und da war der Mercedes unschlagbar schnell, 3,3 Sekunden von 0 auf 100. Für die beste Beschleunigung erhält der Benz deshalb 3 Punkte. Der BMW als Zweiter 2. Den drittschnellsten Sprint legt der Audi hin, macht einen Zähler. Daraus ergibt sich folgender Stand. Der Mercedes geht mit 5 Punkten in Führung, der Audi klettert auf 4. Der BMW ist mit 3 Punkten Dritter. Bei PS-starken Luxuslimos zählt aber nicht nur die reine Performance. In der nächsten Disziplin ist deshalb Hamid am Zug.